bin ratlos. Das stimmt doch nicht. Ach, das ist doch falsch rum. Hätten wir uns für die Kiefer, also für die märkische Kiefer entschieden, dann müssten wir derartig alberne Versuchsreihen hier nicht absolvieren. Also der blaue wäre dann zumindest schon mal fertig. Blau, das ist doch keine Farbe für einen Weihnachtsbaum. Das ist höchstens ein Zustand. Also ich muss sagen, so ganz überzeugt mich das Ganze auch nicht. Also ich denke, wir sollten doch besser auf das traditionelle Tannengrün zurückgreifen. Warten Sie mal. Wie wär's denn so? Also ich finde, das sieht toll aus. Die Kinder, die wollten doch immer einen verrückten Baum haben. Und was sich unsere Schüler wünschen, ist für uns doch Befehl, oder? Naja, zumindest zu Weihnachten. Hübsch hässlich haben wir es hier. Naja, zumindest stark gewöhnungsbedürftig, aber meine Meinung zählt hier ja nicht mehr. Okay, können wir jetzt anfangen? Jeder gibt einfach eine Zeile vor, ganz spontan, was ihm gerade einfällt. Ich fange mal an. Der alte Stall zu Bethlehem war kalt und feucht und unbequem. Maria sprach zu ihrem Mann. Hey Josef, schaff was anderes ran. Doch der lag schlafend schon im Stroh. Das macht Maria nicht gerade. Froh. Ich kann das sowieso nicht. Ich finde das total scheiße. Da höre ich mir doch lieber die alten Geschichten an. Ja. Was sagt denn eigentlich Ihr Doktor dazu? Ja, Gott sei Dank ist es kein Bruch, aber mit so einem Bänder ist es auch nicht zu spaßen. Wenn ich Pech habe, dauert das länger als ein glatter Bruch. Und was wird denn aus Ihrer Reise in den Schnee? Meine Reise? Mein Gott, die muss ich ja jetzt auch noch absagen. Verdammt, wir haben ihn aus dem Bett geholt. Mach was! Hallo? Wir überprüfen die Telefonleitungen. Was? Könnten Sie bitte bis 100 zählen? Was soll ich? Könnten Sie bitte bis 100 zählen? Na gut. 1, 2, 3. Er schläft! Sag mal. Und jetzt? Herodes war ein fieser Typ. Ihn hatte wirklich niemand lieb. Und ginge es nach seinem Willen, er würde glatt das Christkind killen. Ist ja völlig der Scheiß. Jetzt du, Elisabeth. Die ganze Nacht gab's keine Ruhe, im Stall ging's wie im Bahnhof zu. Boah, das ist echt ein Schrott, den kannst du ohne mich weitermachen. Na, wir wollen ja hier auch niemanden zwingen. Und wer übernimmt dann Josephines Text? Ach, das ist kein Problem. Das schreiben wir einfach neu um. Heißt das, dass wir jetzt nochmal von vorne anfangen? Nein, wir machen einfach da weiter, wo wir gerade aufgehört haben. Ach ja, Anna, ich habe deinen Text ein bisschen umgeschrieben. Franz, oh, vergiss es, das sehe ich nicht. Hey, komm, warum denn nicht? Also entweder du machst das so oder... Wolltest du gerade sagen, oder du kannst gehen? Nein, so war das natürlich auch nicht gemeint. Lass gut sein, Franz. Ich höre jetzt besser auch auf. Dann kannst du dich noch rechtzeitig nach jemand anderem umsehen, der bei der Weihnachtsfeier deine großartigen Texte rezitiert. Viel Spaß noch. Was hat sie denn? Lass mal sehen. Das Jesuskind so zart und klein fing plötzlich mächtig an zu schreien. Maria schaute nach, wieso? Es hat da einen wunden Po. Du bist ja wohl total bescheuert. Die Nummer kannst du alleine bringen. Zu blöd, dass ich mir zu meinem Bänder das jetzt auch noch eine Erkältung geholt habe. Zumal das Reisebüro, obwohl ich die Reise abgesagt habe, mein Geld nicht zurückgibt. Das ist ja gemein. Ja, ich habe vorhin mit dem Reisebüro telefoniert. Ohne Rücktrittsversicherung kriege ich keinen Pfennig zurück. Die ganze Zeit um sich gebissen wie die Klapperschlange. Obwohl ich ihnen den Schnabel zugehalten habe. Dabei wollten sie doch nur retten. Egal, Hauptsache wir haben sie. Also ich würde sagen, Johannes und Doro, ihr geht die Gans erstmal in unser Versteck bringen. Und wir beide machen hier weiter. Ey, Frau Kriminaloberkommissarin. Was wollt ihr denn hier? Ich denke, ihr probt für eure Rap-Oper. Naja, es hat sich ganz schön ausgerippt. Franz' Texte waren weder schrill noch schräg. Die waren schlecht, schlecht. Und was wollt ihr jetzt zu Weihnachten aufhören? Naja, also, Wir dachten, dass du uns vielleicht helfen könntest? Nee, das könnt ihr vergessen. Sowas geht nicht von jetzt auf gleich. Oh, bitte, Sebastian, du bist jetzt der Allereinzigste, der die Weihnachtsfeier noch retten kann. Danke. Ja, okay. Aber ihr müsst mir helfen. Ich brauche jede Menge Requisiten. Ja, einverstanden. Und, wer soll da alles mitspielen? Niemand. Das übernehmen andere für uns. Darf ich bitten? 3, 4. O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie bunt sind deine Blätter. Wir lieben dich zu jeder Zeit.
in deinem bunten Tannenkleid. O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie schön sind deine Blätter. Drei, vier. O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Du grünst nicht nur zur Sommerszeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Also das war wirklich eine gelungene Überraschung. Dank, herzlichen Dank den Weihnachtsengeln, wenn ich mal so sagen darf. Und jetzt Bühne frei für euch. Als das Kind geboren war, nahm Josef seine Maria in den Arm und küsste ihr die Stirn. Da ging ein Stern auf über dem Stein. Und weil es so bitter kalt war in dieser heiligen Nacht, ließ der Ochse mit seinem heißen Atem die Krippe warm. Der Esel aber verkündete die frohe Botschaft. Euch ist heute der Heiland geboren. Ihr werdet ihn finden in dieser Krippe. Sein Geschrei lockte den heiligen Dreikönig von weit her. Hallo, hallo! Wo ist er denn hin, der neugeborene König der Erde? Dann beugte er sich neugierig über die Krippe, um dem Kind seine Gaben darzubringen. Ach, da ist er ja. Das ist ja ein Ding. Weiße Weihnachten. Weiße Wiesen der still und starr ruht der See. Weihnachtlich glänzt der Wald. Freue dich, Christkind kommt bald. Fröhliche Weihnachten, Herr Vossack. Das habt ihr extra für mich gemacht? Danke, Kinder. Danke. Bitteschön. Oh, danke. Ja, und wer soll jetzt hier die Schweinerei wieder wegmachen? Na, wir natürlich.